Damit wieder ein recht herzlich willkommen zurück bei uns auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Last of Us Part 2. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie wir mit Jesse im Tattoo und Pacino so die Gegend erkundet haben. Wir sind auf dem Weg zum Aquarium, um Abby zu finden und um Joel aufzusuchen. Und wir sind jetzt hier mitten in einem kleinen Kampf-Szenario. Und wir haben jetzt ein Problem. Genau. Autschi! Warte mal. Nein. Los, hinter sie! Auf geht's! Muss mir ganz kurz positionieren, beziehungsweise ummodeln. So. Wir haben sie in der Falle! Aber ja. Scheiße. Wo ist der andere? Der andere ist da. Da sind noch zwei. Oha. Ah, jetzt versuchen sie uns hier zu umlaufen. Pack sie! Verflucht nochmal! Danke. Jesse, danke. Ich bin auch gar nicht so traurig, dass Jesse dabei ist. Ah! Alter, du Bumser, ey. Die sitzt in der Falle! Hier drüben! Verdammte Scheiße! Du kleine Rutschen! So. Einen haben wir noch. Genau so, Jesse. Nice. Okay, das lief mal nicht so gut. Und wir sind anscheinend immer noch nicht alleine. Hey, los jetzt! Vorwärts! Okay! Sie sind da drüben dann! Ja, wir sind hier. That's right, motherfucker. Okay, warte. Da haben sie! Gleich! Los, ihre Munition ist leer! Fuck you. Lol, warum bist du hier? Aua! Kleiner Fixer, Alter. Jetzt haben die mich jetzt hier schon wieder richtig gut malträtiert. Also, muss man mal sagen. Ah, so Controller und so, ne? Bin ich nicht so der ganz, ganz Gute. Achso, ne, warte mal, wir müssen hier. Ist hier erstmal noch ein paar. So, kurz nachladen. Easy peasy. Das dürfte reichen. Okay, also wir haben die jetzt erstmal erledigt. Echt schießwütig. Wir führen Krieg mit dem verdammten Colt. Hab sie drüber reden hören. Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Okay. Also, das haben wir mehr schlecht als recht erledigt, aber wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, nicht dank meiner Leistung, sondern eher dank Jesse. So, dann lass uns noch mal gucken, ob wir hier noch fleißig Munition finden. Und ob das hier wirklich schon alles war. Also, ich habe ja das große Bedenken, dass wir hier so weit durch sind. Ach du Scheiße. Da geht doch hier noch richtig böse weiter. Wir müssen nur noch... Also, wir looten jetzt hier hinten noch den Stuff soweit durch. Und dann gehen wir wahrscheinlich da hinten weiter, da wo jetzt Jesse steht. Und dann schauen wir auch mal, was uns denn da hinten erwartet. Na gut, okay, da haben wir jetzt mal ein bisschen hier so durchgelootet. Jesse wartet fleißig hier auf uns, damit wir hier weiterkommen. Ja, dann werden wir mal hier weiter gehen, was wir hier so finden. Und ob es hier noch was zu finden gibt. Hier geht's nach oben. Sollen wir jetzt hier nach oben? Also wir könnten ja mal ganz kurz einen Abstecher machen. Wir machen jetzt auch mal kurz einen Abstecher. Hier hoch. Weil manchmal, ja, aber auch nur manchmal, findet man hier oben ganz guten Stuff. Aber da hinten geht es einfach nur weiter. Das heißt, wir können uns einfach nur eine geile Position finden. Oder finden.
um eventuell vielleicht die... Warte mal, können wir hier rüber springen? Um eventuell uns einfach mal so einen Überblick zu verschaffen. Lol. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir da schon nicht rüberspringen können, gehen wir einfach dran vorbei. Wow. Das ist das Jesse hier vorne, wa? Ja. So, hier gibt es aber noch ein bisschen Munition, Munition, Munition. Das finde ich gut, gut, gut. Hier ist einfach nur Jesse. Okay. Was ist alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Das ist so eine Art Comic-Con. Ja, Comic-Expo, Comic-Con, wo man sich da so ein bisschen getroffen hat, wo man da so ein bisschen, ne, und so. Kennt man. Also, ja, sagt einem was. So wie die Gamescom. Gamescom? Oder E3. Demnächst kommt ja auch wieder ein paar neue Titel für von der E3 oder bei der E3 werden ja wieder vorgestellt. Da freut man sich natürlich auch. So, jetzt sind wir hier gelandet. Das ist natürlich nice. Jetzt ist die große Frage. Wir werden hier nicht lange alleine bleiben. Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird sie hier zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Alter, das sind jetzt aber auch Deep Talks hier zwischen den beiden. Ganz ehrlich, frag doch Dina selber. Was soll jetzt Ellie das beantworten können? Das weiß sie doch jetzt nicht. Das muss doch Dina entscheiden oder wissen. Was für Fragen hier, wirklich. Ich meine, klar, er will es wissen. Kann ich völlig nachvollziehen, weil Kind wird ja auch von ihm sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber, ja, das wird sich dann schon noch zeigen mit der Zeit. Ach du Scheiße. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist wohl wahr. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Klar, ist gleich neben dem Riesenrad. Auch weiß. Das sieht doch aber schon wieder komplett aus wie... Müssen wir wohl schwimmen. Heil und Sieg. Ja, also da wartet uns doch, da ist doch, das ist doch zu 100% kriegen wir doch jetzt gleich auf die Fresse. Kann mir doch keiner erzählen. Also da wird doch jetzt richtig, richtig böse enden. Der Spaß hier. Kann ich hier nicht hochklettern? Muss ich jetzt hier drunter durchtauchen? Okay, tauchen wir hier drunter durch. So, jetzt kann ich aber hier hoch, oder? Nice. Ich würd's, wie gesagt, ich hab's schon öfter mal in verschiedenen Folgen mal erwähnt. Ich würd's echt geil finden, wenn man hier okay. So Loot-Stuff hätte. Wohin jetzt? In den Autos. Also im Kofferraum oder so. Ich arbeite dran. Was wohin jetzt? Ist ja ganz einfach. Wir gehen jetzt hier rüber. Springen jetzt hier rüber. Klettern hier rauf. Und, Infizierter. Was? Infizierte? Wie? Gut, dann gehen wir da nicht lang. Ganz einfach. Wenn da Infizierte hier sind, lang. Okay. Nach dir. Versuchen wir doch dem mal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Okay, also wir müssen jetzt hier wieder runterspringen. Wir müssen hier wieder tauchen. Ist er durch? Nice. Klettern hier wieder hoch. Richtig. Ja. Ich sag ja jetzt, ey, es ist so ein bisschen Lara Croft Uncharted-Feeling. So ein bisschen Adventure-Map-mäßig. Hat aber auch irgendwie was. Ja, also anstelle von, dass die ganze Zeit eben halt nur geballert wird, ist es eben halt mal eine gelungene Abwechslung. Du kommst da durch? Mal sehen. Oh oh. Ah, okay. Jesse kommt mit. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind alleine. Und ich glaube, wie gesagt, mit einem NPC, glaube ich, macht das ein bisschen mehr. Ich wäre gekommen, weißt du.
Mehr Spaß. Du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Joel hat mich auch sehr gemacht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau. Das habe ich gemeint. Genau, weil du Asiate bist. Das wird der Grund sein. Eieieiei, also die Gespräche manchmal auch zwischen den NPCs und so ganzen Kram, das ist schon manchmal ganz schön witzig. Ja. Kann man mal nicht anders sagen. War Tommy eventuell schon hier? Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Okay. Keiner stellt die Vermutung an, dass eventuell Tommy das Ganze hier war. Aber das heißt auch für mich im Endeffekt, wir werden nicht alleine bleiben. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier hinten irgendwas finden? Was nice ist? Oh doch, hier gibt's was. Pillen. So, wir könnten uns jetzt noch ein paar Sachen herstellen. Was wollen wir denn machen? Wir werden jetzt die Pillen einsetzen und werden mal gucken... Komm, wir machen einfach mal nacheinander das Ding durch hier. So, zack. Einmal. Zweimal. Damit dürfte ich jetzt nichts mehr herstellen können. Richtig. Richtig. Wir können uns endlich wieder ein Medikit machen. Nice. So, damit sind wir eigentlich wieder ein wenig aufgerüstet. Was ich ganz cool finde. Ja, vorbereitet und aufgerüstet zu sein, ist keine Schande. So, aber dennoch... Muss ich sagen, ist der ganze Bereich hier mir ein wenig noch zu ruhig. Und wir haben ja jetzt die zwei Leichen gefunden. Wo wir... Kleiner Blödmann da oben. Das Schlimme ist, ich muss einen Hundi wieder trinken. Das will ich eigentlich nicht. Ich mag ja Hunde. Ich will das nicht. Hundi, ich will das nicht. Dein liebes Hundi. Das schmerzt so sehr. Ja, okay. Also wir haben jetzt ein bisschen Action. Action Jackson. Jetzt gucken wir mal. Also, den haben wir da oben erledigt. Wo ist denn der Rest hier? Hallo? Gegner? War es noch mehr? Okay. Cool. Genau da stehst du. Was? Wo? Was? Wer? Wie? Da ist noch einer. Nice! Die schnappe ich mir jetzt von hinten, oder?
kennen wir das. Bleib hier! Oh. Das war jetzt nicht ganz so nah. Wow, Alter, wo kommst du denn auf einmal her? Jetzt brauche ich die andere Waffe. Wo bist du? Warte, ich brauche mal ganz kurz Medi. Ich weiß, dass du da bist. Ja, ich weiß auch, dass du da bist. Ja, 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 ja. Lauf mal ruhig weiter. Ja. Kühlst dich, du kleine miese Ratte. Oh, Jesse ist auch da. Hallo, Jesse. Hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. So, haben wir hier noch welche? Ich glaube, noch? Das war der letzte. Ja. Okay. Da bin ich auch zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Okay, also wir haben jetzt hier wieder ein paar erledigt. Ich sag mal so, wir haben es eigentlich ganz gut gelöst. Also, dank... Auch wieder dank Jesse. Ich bin da ehrlich. Ich glaube, mit Jesse ist es für mich einfacher, wenn ich jemanden mit dabei habe. Als wenn ich hier jeden alleine ausmerzen muss. Und hier hinten geht's halt direkt weiter. Direkt. Und wir wollen ja auch zu dem Häuschen. Alter, hier geht's auch noch nach oben. Oh, 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 das wird doch wieder eine interessante Erkundungsfolge. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen, sondern wir gucken jetzt uns hier oben nochmal ganz kurz einfach nur um. Ja, hier gibt es noch ein paar Tabletten. Nice. Hier gibt es wieder ein bisschen Utensil. Die brauchen wir definitiv, weil wir haben jetzt mal wieder gar keine Heilung. Munition ist auch immer super wichtig. Und ja, ich sag jetzt schon mal, wir werden die Folge hier gleich beenden. Ich hoffe, ihr hattet heute mal auch wieder sehr viel Spaß bei der heutigen Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, abonniert unseren Channel. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!